Wir sind zwar auf dem Kaiserberg noch ordentlich beschäftigt, starten aber dennoch schon das nächste Projekt hier im Parkitect-Kampagnen-Mode, das Pagoda Valley. Ich bin der Vorbuddler vom Minenarbeit-YouTube-Kanal und werde mich wohl hier mit einem asiatischen Design auseinandersetzen müssen, was mich persönlich allerdings auch sehr interessiert, da ich das noch nie gemacht habe. Leute, es wird also wieder eine neue Erfahrung. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei und habt vor allem viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Wir müssen uns also mal wieder umsehen hier in einem neuen Gelände. Wir haben hier eine richtig coole Achterbahn stehen. Ein Racing Coaster, also eine doppelt gemoppelte Achterbahn, wo zwei Züge auf zwei Strecken, ja, gleich gearteten Strecken nebeneinander herfahren, mehr oder weniger. Und das ist schon ziemlich cool. Ich bin natürlich jetzt im Pausenmode, um Zeit zu sparen. Wir haben auch, das seht ihr sofort wieder, sehr wenig Geld, genau wie auf dem Kaiserberg. Das ist eine Plage. Es ist echt eine Plage. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Ich habe mich aber auch noch nicht genauer umgesehen. 500 Besucher brauchen wir, keine Kredite. Ich dachte es mir doch schon. 800 Eintrittskarten. Ja, okay, da müssen wir ein bisschen schummeln, ne? Ein bisschen tricksen. Dann kriegen wir das hin. Und wir hätten diesmal sogar noch ein Jahr länger Zeit als auf dem Kaiserberg. Na, immerhin. Wenn wir uns für die optionalen Herausforderungen interessieren, was wir nicht so sehr tun. Die verfolge ich im Grunde nicht so besonders. Ich sag's nur immer mal für den Fall, dass ihr meine Serie noch nicht gesehen habt. Wenn wir die optionalen Herausforderungen schaffen können, wenn sie so ein bisschen in Greifweite sind, dann versuche ich es natürlich. Allerdings, sonst lasse ich mir hier nicht den Spaß davon verderben. Außerdem sehr schlecht für uns ist die doch sehr überschaubare Anzahl an Shops und Attraktionen. Das ist sehr kläglich. Und ja, Achterbahn haben wir ein paar zur Verfügung. Gerade die brauchen wir nicht so besonders, weil wir hier schon eine schöne Achterbahn in doppelter Ausführung stehen haben. Ja, und dazu kommt auch noch ein sehr, sehr, sehr unwegsames Gelände. Der Weg hier am Anfang, der schlängelt sich ziemlich durchs Gelände. Das ist natürlich relativ viel Platzverschwendung. Und ich glaube, wir werden erstmal hier begradigen, ein bisschen abreißen und dann, hier geht's nach oben so, das Ding hier weg. Dann haben wir da nämlich mal eine schöne Fläche. Wozu ist denn dieser andere Weg hier? Das ist der Mitarbeiterweg. Ach, ja, oh. Ganz, ganz schlecht, ganz übel. Oh Mann, ja, der muss weg. Das geht ja so nicht. Der muss ersetzt werden gegen einen Personalweg. Und wahrscheinlich so stellen wir hier unten auch schon mal ein paar Shops auf. Wir haben derer noch überhaupt keine aufgebaut, richtig? Richtig, nichts da, nichts zu sehen. Ja, gar nichts. Auch keine Mitarbeiter, das ist mal eben hier der Schnelldurchgang. Durch die, ja, Mechaniker haben wir gut. Durch die ganzen Anfangssachen, die man so erledigen muss. So, noch nichts gemacht, aber schon ein paar Hunderter ausgegeben. So, hier oben müssen wir auch nochmal umbauen. Und zwar so, dass wir das, ja, dass wir die Ecken ein bisschen rausschlagen. Ne? Das kann weg. Gewinnen wir hier ein bisschen mehr Platz. Ich muss dann vielleicht nicht so viel terraformen. Hier unten sollten nämlich auch schon gleich ein paar Karussells aufgebaut werden. Damit die Leute nicht erstmal so lange latschen müssen, bis sie irgendwas sehen. Was kostet denn, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier so eine Ecke platt machen? Das geht im Grunde noch. Ja, das geht im Grunde noch. Wenn wir vorsichtig sind mit dem Terraformen, können wir hier vielleicht nochmal ganz gut was rausholen. Ich baue jetzt erstmal den Weg fertig, so wie ich ihn mir vorstelle. Klar, das ist jetzt auch nicht so super kreatives Spiel hier in dem Park. Wenn wir solche Bedingungen haben, wenig Geld, dann geht das nicht so gut. Ne? Dann, das war ja im Coaster Canyon so schön. Da habe ich so schnell so viel Plus gehabt und keine Sorgen mehr, so, dass ich da eben auch ein bisschen kreativer spielen konnte. Das ist jetzt hier in solchen Parks am Anfang jedenfalls nicht so gegeben. Erstmal viel Organisiererei und herausfummeln. Wartet hier so, was wir für Möglichkeiten haben, ne? So. Ja, die Leute, die rennen jetzt hier ein bisschen durch die Natur, die werden sich daran erfreuen müssen. Bleibt hier nichts anderes übrig. So. Schaut, dann haben wir hier nämlich eine ganz gute Fläche. Und hier unten schon so einige Möglichkeiten. Was ist denn hier in dieser Pagode überhaupt drin? Was ist denn das eigentlich?
Da ist, was ist denn das? Da ist einfach sinnlos irgendwie nur eine Warteschlange drin eingebaut. Wink mit dem Zaunpfahl. Sollen wir da vielleicht was hinbauen? Ist das so gemeint? Obwohl, ist schwer, ne? Mit dieser Überdachung hier. Komisch, was soll das? Aber klar, das Gebäude kann man auf jeden Fall gebrauchen. Nächster Schritt ist, hier mal ein paar Flächen zu schaffen. Sehr relativ langer Bereich hier hinten, Ausgangsbereich. Ja, da kommen wir leider unter der Achterbahn nicht her, schade. Jetzt hätte man das prima abkürzen können, aber es ist schon okay, so wie es ist. Geht nicht besser. Ja, und dann haben wir auch kein Depot mit Raketensystem. Das müssen wir auch noch irgendwie hinbekommen. Ist aber okay. Was gut ist, sind die Laternen und Papierkörbe und sowas. Nee, Moment, Papierkörbe haben wir eigentlich wenig. Ich sehe gerade keinen. Aber Laternen und Bänke stehen hier schon mal. Immerhin, ja, müssen wir mit zufrieden sein. Das ist besser als nichts. Gut, hier oben können wir noch etwas Platz schaffen. Das ist ja hier auch wirklich die Hauptattraktion. Gehen wir mal einfach davon aus, dass die genug Leute zieht, damit wir hier einen guten Schnitt machen. Schauen auch gleich nochmal die Statistiken an, ob wir auch genug Geld verdienen und so. Ansonsten können wir den oberen Bereich hier, glaube ich, erstmal so lassen, wie er ist. Ein paar Mülltonnen, klar, aber das ist ja schnell gemacht. Die Frage, die ich mir stelle, ist auch, wie wir jetzt so ein bisschen diesen asiatischen Stil beibehalten können. Ich kann jetzt nicht überall noch so Pagoden bauen, dafür haben wir keinen Platz. Aber zum Beispiel könnten wir diese roten Zäune nehmen und hier auch nochmal fortsetzen. Die sind ja doch ganz hübsch. So, auch nicht zu viele, sondern nur da, wo auch schon so Geländer stehen, an den Treppen zum Beispiel. Aber ihr seht ja, da kann man auch schon ganz schön diesen Stil ja vereinheitlichen. Ja, es ist ein bisschen das Problem mit diesem Park hier. Der ist landschaftlich natürlich sehr, sehr schön. Aber so als Level-Design, fürs Level-Design, naja, ich weiß nicht, bin noch nicht überzeugt. Wir müssen uns gleich mal angucken, wie es dann läuft. Aber ich habe hier wenig Hoffnung. Weil ist schon gar kein Platz für Attraktionen da. Also weiß nicht, was das soll. Das ist immer so eine Gratwanderung, ne? Zwischen irgendwie, ja, ein bisschen so challengen, also ein bisschen herausfordernd sein und auch Spielverderberei. Einfach zu übertreiben, einfach ein bisschen zu schwierig zu machen. So nach dem Motto, wir ärgern die Spieler mal so ein bisschen. Hier kriege ich irgendwie das Geländer nicht wirklich weg, wie ich das mir vorstelle. Egal. Gut, dann fangen wir hier unten mal an, ein wenig Platz zu schaffen, soweit wie wir können. Ist alles nicht so optimal hier. Und bauen wir mal 4x4, 5x5, 4x4 Twister, 4x4, 5x5 passt auch hin, ne? Komm, könnte hier vielleicht noch ein Kettenkarussell. Oh, war ja, das passt da schon nicht. Auf der anderen Seite irgendwie in den Hang. Das sieht doch auch nicht aus, Mensch. Hier oben vielleicht. Nützt ja alles nichts. Wir bauen müssen wir sowieso. Ne? Aber guck mal, wie hoch das ist. Wie lang ist dann der Zugangsweg? Ja, hier werde ich gestalterisch wirklich an meine Grenzen kommen. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Weil viele Sachen, wie ich das so sehe, die ich bauen muss, muss ich wahrscheinlich nur einfach so bauen, damit sie da stehen. Und nicht, weil es mir gefällt. Und da wir auch kaum Geld zur Verfügung haben, ist das alles umso ärgerlicher. Komm, hier muss irgendwas hin. Eingang, Ausgang. Oh, mal schauen, ob das hier passt mit dem Aufgang hier. So gerade. Und dann steil nach unten, oder? Oh, da kommen wir ja genau aus, da unten. So, wie habe ich das wieder hinbekommen? Sehr gut. Oben noch ein bisschen weitermachen. Logisch. Ja, aber... Guckt euch das an. Ne, sowas würde ich nie bauen normalerweise. Ich muss einfach den Platz ausnutzen. Irgendwie billig was hinklatschen. Tut mir leid. Wenigstens der Park so schon sehr schön. Ne, vielleicht macht das auch nichts, dass ich mir jetzt
einen zusammenbasteln muss. Stellen wir hier oben noch ein paar Fernseher hin. Ist nicht unbedingt nötig. Aber dann haben wir wenigstens ein bisschen das Gefühl, wir würden uns hier Mühe geben. Okay, pass auf. Bänke, was haben wir eigentlich für Bänke genommen? Ach, das kommt auch wieder dazu, ne? Ja, Moment, wir haben ja auch hier, das ist eine normale Holzbank. Aber ich habe auch schon so komische Sachen gesehen, die wir gar nicht zur Verfügung haben. Wo war das denn? Hier oben, ne? Hier stehen nämlich so Bänke. Mal gucken. Ja, die können wir nämlich nicht nehmen. Die gehören wieder zur Thematisierung, die hier auch nicht freigeschaltet ist. Auch eine Sache, die aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Ja, aber egal. Müssen wir mit leben. Nehmen wir halt nochmal ein paar von diesen Holzbänken hier. Dann setzen wir auf die andere Seite. Den Bereich werde ich gleich noch etwas vergrößern. So, dann haben wir diesen Weg etwas umgebaut. Ich schließe ich mal noch die Geländer. Das sieht, glaube ich, besser aus. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Mal gucken, ob das passt. Hier eine Vierer und da den Twister daneben. Da ist nur noch irgendeine Ecke, die stört da vorne. Ja, die schlagen wir noch weg. Und dann können wir den Twister und auch hier die Teetassen so nebeneinander stellen. Ausgänge und Eingänge werden wir uns dann hinfummeln müssen. Pass mal auf, hier vielleicht den... Hier unten den Eingang, da den Ausgang. Der führt dann hier so ein bisschen durch die Titanic zurück. Durch die Titanic? Nein, durch die Botanik. Ne? Die Teetassen, vier. Machen wir mal, versuchen wir es mal, ne? Direkt öffnen, sonst vergesse ich es hinterher wieder, wenn ich mal den Pausenmodus ausschalte. So, das Geld achten, ne? Welche Ecke war das noch? Die weg musste hier vorne. So, und dann brauchen wir noch was für den Ein- und Ausgang, ne? Müssen wir hier noch mehr wegschlagen, so. Und vielleicht hier noch den Bereich. Dann kommen wir hier schön zurück. Oh, das sieht gut aus. Das passt dann genau. Das ist dann mal, ja, trotz allem symmetrisch, was wir hier bauen. Brauche ich nicht unbedingt, aber hier in dem Park finde ich das, glaube ich, ganz gut, wenn wir sowas hinbekommen. So, seht ihr, ne? Das sieht hier in dem Park ganz gut aus. Ja, genau. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier sowas hinbekommen. Komm, dann machen wir es auch richtig. Dann ziehe ich hier die kleine Böschung noch nach oben. Das ist diese Ecke. Okay. Und dann einfach ein paar ganz kurze Eingangsbereiche hier vorne hin. Das ist dann schon okay. Ja, das soll dann erstmal reichen. Der Twister muss auch noch eingeschaltet werden. Wir haben noch 7000. Hier ist ein potenzieller Bereich für schöne kleine Bäume, Parks, keine Ahnung, richtig schön sortiert. Hier unten, ja, das ist noch ein großes Problem. Ja, weil wir das alles verstecken müssen und auf irgendeine Methode, ja, die dann ganz gut aussieht. Ich denke mal, haben wir hier irgendwas Sinnvolles schon verbaut? Naja, das ist alles zu klein. Hier finde ich jetzt auch, ja, in diesem Pagodenstil, den könnte ich da unten mal machen. Pass auf, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Statt jetzt einfach nur einen Zaun dahin zu klatschen, doch mal ein bisschen versuchen, ne? Ich sag ja, die Gratwanderung zwischen Spielverderben und einer kleinen Herausforderung hier. Wir nehmen die Herausforderung an, das ist aber ganz klar, ja? Wir lassen uns den Spaß nicht verderben. So, was habe ich vor? Warum kann ich das nicht entfernen? Warum war das denn nicht zu entfernen? Dann bleib doch halt da, Mensch. Und zwar so. Und hier so eine Wand. So, das ein bisschen verkleiden hier. Vorne schließt das dann hier ab. Irgendwie geht es da rein. So. Das ist ganz, ganz cool irgendwie. Haben wir hier irgendwelche Tore? So, seht ihr mal, so viele Geländer wie in dieser Folge habe ich, glaube ich, noch nie verbaut. Aber es muss sein, es bringt einfach was. Es ist eine Kleinigkeit, die doch eine ganz gute Veränderung herbeiführt. Obwohl es nicht so billig. 5 Ocken. 5 Ocken pro Geländer, ne? Da wären wir auch ganz gut Kohle los. Und eigentlich suche ich nur immer noch den Durchgang hier, einen passenden. Gucken wir mal, was wir hier für Teile haben. Ja, nehmen wir diesen hier. So, und werden die nachher in der Farbe noch anpassen. Die Ecken sind jetzt, glaube ich, immer in diesen roten Balken. Müssen wir uns mal so ein bisschen den Stil jetzt hier so abkupfern. Genau, bauen wir hier überall rote Säulen hin.
So, dann werden die versetzt auch nochmal hier auf die nächste Kachel. Interessant, mal wieder was Neues. Ich habe wirklich noch nie asiatisch im Parkettec gebaut. Mit den bescheidenen Mitteln, die man hier zur Verfügung hat, irgendwas Schönes hinkriegen, das ist nicht so einfach. Aber das habe ich hier in diesem Let's Play schon oft erzählt, dass ich ja ganz froh darüber bin, dass hier, was weiß ich, so Baumeister wie zum Beispiel der Silver Red teilweise diese Level gestaltet haben. Da kann man nochmal sich ein bisschen was abgucken. Das sind Typen, die gehen da so richtig fanatisch ran, ne? Die steigern sich richtig rein. So, ich glaube, das ist, ah, ist das jetzt unten auf dem Boden? Seht ihr mal, wie schwierig das ist, ne? Auf dem Boden und dann die nächste. Okay, das ist doch schön. Pass auf, so, machen wir unten erstmal den Rand. Und dann eine Etage höher, nämlich dahin. Jetzt haben wir immer diese drei grauen Säulen in der Mitte. Mal schauen, wie ich die da reinbekomme. Ob das überhaupt passt. Ja, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich. Ich glaube, diese roten Säulen, die sind schon irgendwie... Da hätte ich schon das kleinere Raster aktivieren müssen. Mit der neuen kann man das machen. Dann hat man so ein feineres Muster. Und nochmal, glaube ich, kann man den... Punkt erinnern, ne, wo man das hinstellen möchte oder so. Ja, das ist jetzt echt fummelig. Vielleicht zwei nebeneinander. So geht es aber auch. Ach, und da hat er die Höhe auch noch verändert. Wisst ihr was, dann müssen wir uns das so ein bisschen... Da machen wir unser eigenes Ding draus. Da soll das nämlich hin. Immer so zwei nebeneinander nehmen wir jetzt mal hier. Mal schauen, ne, kleine eigene Variante dann daraus fummeln. Aus einem Fehler stammt die zwar jetzt, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass wir ja hier auch das Rastermuster nochmal verändern können. Ich denke mal, das sieht hinterher ganz gut aus. Wenn wir erstmal oben den Rand auch verschönert haben. Und ich glaube, das machen wir einfach mit einem normalen Randstück. Hier so draufsetzen, damit wir diesen Grafikglitch mal loswerden. Und dann kommen wir im Grunde schon so ein bisschen in die Richtung, in die wir wollen. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr gestreift. Ich versuche mal ein paar Sachen, vielleicht sowas, die mittlere Säule wegzunehmen. Guck mal. Ich würde das dann mal so lassen, denke ich. Für den Anfang. Ja, vielleicht jetzt oben noch mal eine Säule hier drauf. Dann sieht das noch mal ein bisschen cooler aus, denke ich. Auch das kann man jetzt stundenlang noch fortführen, ne? Das ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge, was ich hier mache, wenn ihr selber Parkettec spielt. Guckt halt nur meine Herangehensweise. Ich mache da nicht so ein Riesenproblem draus, ne? Hoffe ich jedenfalls. Auch diese grauen Dinger, die kann man nochmal hier von dem Dach so ein bisschen hier verwenden. Das ginge auch, ne? Gibt es denn interessante Dächer, die so in diesem Stil sind, aber jetzt nicht unbedingt diese Form her? Ja, genau die hier. Die wären doch ganz cool. Auch so kleine pagodenartige Dinger. Mal schauen. Ja, warum nicht? Dann hätte ich nur ganz gerne hier nochmal den Rand verschlossen. So. So, da, seht ihr, dann haben wir doch hier den vorderen Bereich schön versteckt. Auch noch in dem ganz ansprechenden Stil. Ja, das Rot hätte ich ganz gerne mal hier noch. Das geht jetzt leider nicht so, wie ich das hätte, gerne hätte. Ja, und sollte ursprünglich ja nur ein Zaun sein. Das sieht ein bisschen klobig aus, finde ich. Können wir ja nochmal hier das Dach rausnehmen. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal. Das kann nicht entfernt werden. Ne, immer noch nicht. das ist aber okay jetzt erstmal.
Ich finde, so kann man es lassen. Es ist ein bisschen in dem Stil, aber ja auch gut verkleidet. Es ging halt hauptsächlich um die Verkleidung, damit wir hier die Dekorationsrate oder Bewertung nicht völlig ruinieren. So, und dann haben wir hier auch schon diese beiden Attraktionen, immer noch 7.000 auf dem Konto. Die beiden haben wir, das Kettenkarussell, damit hätten wir jetzt auch schon alles verbaut, was wir hier zur Verfügung haben. Transport haben wir eine Einschienenbahn. Ja, was soll ich denn hier mit einer Einschienenbahn? Da gibt's auch nichts. Und Achterbahn, ja, noch eine Achterbahn. Ein Hypercoaster könnten wir hier noch hinbauen. Nur wo? Hier gibt es eine Möglichkeit, den Weg abzukürzen. Irgendwie. Vielleicht hier noch lang da hoch. Und dann hier so ein bisschen, ja, dass die Leute sich besser verteilen und nicht so in so eine Sackgasse laufen. Aber was wir vor allem jetzt machen müssen, ist das Spiel starten und die Forschung aktivieren. Aufregende Fahrgeschäfte finde ich jetzt ganz gut. Wir müssen ein bisschen hochdrehen. Haben zwar kein Geld dafür, aber mal schauen, wie es jetzt funktioniert. Was ist denn mit den Eintrittspreisen überhaupt hier am Park? Was nehmen wir denn über? Null. Ich darf auch nicht. Ich darf den Preis nicht. Ach so, ich darf den Preis auch nicht verändern. Ein Problem folgt auf das nächste, ne? Also Preise für die Achterbahn hier oben sind 8 und wahrscheinlich auch 8, ne? Ja. Ja, das ist aber schon mal was wert. Ja, wenn die jetzt gut angenommen werden, lassen wir die auch einfach mal so, wie sie eingestellt sind. Da wird sich der Erbauer was bei gedacht haben. Und kümmern wir uns um die Mitarbeiter. Hausmeister, den hauen wir hier oben mal hin. Ah, brauchen wir vielleicht noch einen hier unten. Zonen, ja, lege ich später an. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ist eh noch nicht so los hier. Da ist noch ein Busch mitten auf dem Weg. Da fallen denn die Leute drüber, ne? So. Träger, ja, wofür Träger? Noch die Shops. Haben wir noch keine. Das ist okay. Die könnten sauber werden. Brauchen wir auch mal hier so einen Schutzmann. Security Man, ne? Okay, und dann werden wir hier unten ein paar Shops. Oder vielleicht machen wir ein kleines Dorf hier hin. Ist schöner, ne? Ein kleines Dorf hier unten. Was dann hier gut erreichbar ist. Also toll, jetzt habe ich eine schöne Wand dahin gebaut, die wir da wahrscheinlich wieder einreißen müssen. Aber so ist das halt. So, was machen wir jetzt hier? Und holen uns mal einen Shop her. Hot Dogs. Zock. Und reißen die Wand wieder ein, klar. Ja, das haben wir ja auch schon letztens mal in diesem Hickory Hill gemacht. So kleine Dörferchen gebaut. Das finde ich aber irgendwie hübsch, so. Ein gutes Mittelding zwischen einem fetten Gebäude für die Shops bauen und irgendwie die Shops nur einfach so in die Landschaft zu stellen, ne? Bubble Tea. Kloletten, nicht vergessen. Und vor allem nicht vergessen, die wunderschönen zu verkleiden. Das machen wir ratzfatz. Nehmen wir uns hier so ein paar Teile, klauen. Und dann gibt es hier irgendwo auch diese asiatischen Laternen, irgendwie diese Lampignons. Mal, wo waren die jetzt unter Zäune einsortiert? Wo waren? Da oben, genau. Diese Dinger hier. Die sehen noch ein bisschen nach China aus, irgendwie. Irgendwo suche ich mal. Das ist die richtige Höhe. Das sieht komisch aus, ohne Stange. Dafür nehmen wir dann einfach wieder den Pfosten. Ja, das ist doch cool. Ab und zu auch nochmal ein bisschen was vielleicht mit Efeu. Ich probiere jetzt halt schon doch ein paar Sachen aus, so Kleinigkeiten, die man gut machen kann. Bei Pflanzen finden wir hier dieses Efeu. Nehmen wir dieses, was hier direkt so, oder diese Blumenranke. Sowas zum Beispiel. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Bisschen gartenartiger Park hier. Hier kämen dann auch noch ein paar Blumenbeete. Ja, wohl ganz gut. Und ein Wasserspiel. Das stelle ich mir schön vor, da vorne. Brunnen. Nehmen wir einen runden Brunnen ruhig mal. Und ändern den Boden. Beziehungsweise, das können wir noch besser machen mit den Bodenplatten. Also Dächern. Flache Dächer hier. Machen wir die ruhig die Farbe klauen, dass wir immer den gleichen Weißton verwenden. Und auch hier, guck mal, da kann man auch nochmal alles etwas
aufhübschen. Ja, und auch hier gibt es nicht viel mehr Möglichkeiten für uns. Verkaufsautomat. Vielleicht können wir den oben irgendwo eher hinstellen. Aber erstmal ist es das hier, ja, womit wir jetzt erstmal leben müssen, ganz klar. Schauen wir uns kurz die Attraktionen an, ob sie auch angenommen werden. Ja, mehr oder weniger. Jetzt regnet es natürlich. Der bezahlt nicht so viel. Aha, da haben wir also auch schon ein Problem entdeckt. Ja, nehmen wir hier nur drei. Ja, machen wir erstmal 50er Schritte. Wir brauchen jeden Penny. Und was sagen sie hier? Gibt es auch schon Beschwerden? Ich zahle nicht so viel. Ja, das ist beim Twister immer so. Meistens funktioniert ja eigentlich nur auf 2,50. Habe ich schon festgestellt. Kann man nicht ändern. Und die Bahnen hier oben, ja, sind doch voll. Sind ganz gut besucht. Das Teil hier ist auch cool, ja. Das möchte ich auch nochmal irgendwo hinbauen. Aber das machen wir uns einfach. Das speichern wir als Blueprint und dann kopieren wir das noch ein paar Mal hier so hin. Denn schaut euch mal, wie viele Teile da so übereinander gesteckt sind. Das kann man jetzt ganz gut erkennen. Ja, das ist eine Riesenarbeit, das herauszufinden. Hier besteht die Säule aus mehreren so kleinen Einzelsäulen, die wir jetzt auch noch nicht mal richtig anklicken können, weil das so verwurschtelt ist. Sieht man jetzt hier, ne? Interessant. So viel Arbeit kann man sich da machen. Ja, die eine kriege ich nicht so gut. Da unten auch alles verschachtelt. Irre, echt irre. Ich sag ja, Fanatiker, ne? Vielleicht von der Seite. Komme ich nicht ran. Da ja, müssen wir selber. Da oben, da ist eine Stelle gewesen. Hier nicht? ne, den Weg brauchen wir nun nicht. So. So, Leute, seht ihr? Diese eine Säule, die uns da fehlt, das fällt gar nicht auf. Vielleicht kann man das ganze Ding auch nochmal in etwas schlichter nachbauen. Vielleicht mache ich das da hier daneben mal. Dass ich mir so eine Alternative da ausdenke. Viel wichtiger ist für uns allerdings, dass wir jetzt erstmal schauen, dass wir unseren Kontostand wieder in die grünen Zahlen bekommen. Das ist, so wie es jetzt aussieht, natürlich nicht so toll. 200 Leute im Park. Wir sollten ja 500 haben, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir so viel Platz haben im Moment. Da müssen wir also wirklich nochmal... Wo schaue ich denn schon wieder nach? Hier müsste ich doch hingucken. So, 500. Ja... Eintrittskarten soll ich verkaufen. Ja, ist ja sehr lustig. Die verschenke ich. Die kann ich nicht verkaufen. Die sind alle verschenkt. Oh, oh, oh. Schon die ersten Sachen kaputt. Ja, und ich bin auch schon ziemlich kaputt, Kinders, weil der Park hier, da musste ich sehr viel nachdenken. Zwischendurch habe ich mal öfters mal so ein paar Minuten nur einfach vor mich hingestarrt und überlegt, wie man das denn hier so möglichst sinnvoll aufbauen könnte. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und es bleibt spannend, Kinders. Sieht teilweise echt schon nicht so schlecht aus. Den Bereich noch ein bisschen vervollständigen und häufiger wiederholen. Dann kriegen wir hier schon was Schönes hin. Also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht sind wir dann auch wieder auf dem Kaiserberg. Mal gucken, was kommt. Und ich freue mich drauf. Bis dahin habt eine schöne Zeit, Leute. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß. Und lasst euch auch von diesen Verhältnissen in schwierigen Gelände keine Angst einjagen.